So, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind am letzten Tag zum Halloween-Horror-Festival und zur Season-Verabschiedung. Wo? Im Moviepark. Juhu! Ja, Frankie und ich, wir haben uns jetzt mal bei dem schönen Wetter gedacht, das war eigentlich schon vorher geplant, dass wir hinkommen. Und ja, ich verzichte dieses Jahr wirklich auf den St. Martinszug in Kempten, der ja wirklich schön ist am Niederrhein. Und allein nur, um das Halloween-Horror-Festival nochmal voll zu genießen, um auch heute Abend dann das schöne Closing-Show-Flavor nochmal miterleben zu dürfen. Was dann auch wahrscheinlich sehr schmerzhaft sein wird, weil wieder geht ein Jahr vorbei, eine Season. Ja, Frank war gar nicht oft hier, ne? Du warst... Ein oder zwei Mal. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr ändern. Definitiv. Aber er hatte ja viele Lehrgänge, ne? Das ist ja auch zu entschuldigen. Ja, die Videos aus dem Effling habe ich gelöscht, weil, kann ich erklären, weil die Personen, die darauf waren, die wollten das nicht. Deswegen waren die Videos ganz schnell wieder vom Kanal runter von den Liebsten aus dem Phantasialand. Da war halt eine Person dabei, die das nicht wollte. Und da muss ich leider Rücksicht drauf nehmen. Also bitte habt Nachsicht. Ja, wie gesagt, dann gibt es gleich noch ein paar Impressionen nach diesem Video vom Halloween Horror Festival. Wir machen den Pierre ein bisschen unsicher. Ja, fahren jetzt, glaube ich, mal eine Runde Bandit. MP Express hat... Wenn nicht so viel los ist. Wenn nicht so viel los ist, genau. Bei Star Trek war gerade Ausnahmezustand. Ich glaube, da ist, glaube ich, der halbe Park gerade vertreten in dieser Queue-Line. Sehr geil. Aber das Wetter ist nochmal wirklich mega. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich bei Bandit abgeht. Ja, MP Express fährt laut internen Quellen nicht wegen der Kälte. Und ja, deswegen ist nur Sidekick Treppchen alias ja, Bandit und ja, Star Trek, was haben wir sonst noch? Transformers, jo, aber das fährt Frank, fährt ja nichts, was sich dreht und überschlägt. Ja, dementsprechend gucken wir jetzt mal, was bei Bandit los ist. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Thank you so much, you welcome, eure Freaks.